Bram, warst du mal im Artemis? Wenn nein, gebe ich dir einen Eintritt aus. Anhand der Sache, dass du mir einen Eintritt ausgibst, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es ein Stripclub ist, aber nein, ich war noch nie da. Was ist denn Artemis? Das ist kein Stripclub. Nicht? Also unter anderem, das ist halt einer der größten Puffs Europas. Ah, der Pascha-Club. Das ist kein Stripclub. Aha. Ist in Berlin. In Berlin. Ja. Ah, wusste ich tatsächlich nicht. Es gibt ja in Berlin keinen Pascha. Ich kannte, da muss man Eintritt bezahlen? Ich kannte das Pascha auch nur, weil ich damals in der Nähe gewohnt habe und nicht immer, wenn ich nach Köln reingefahren bin, dann vorbeigefahren bin. Wir haben jeder 500 Dollar gewonnen, das heißt bei Team Pizza, da kriegt jeder einen Huni. Echt? Ja. Nice. Ey, da können wir ja doch mal in den Club Artemista gehen. Ja, einmal essen gehen. Eintrittsgeld und weg ist es. Nee, mein Freund. 80 Euro Eintritt und dann habe ich noch 20 Euro, um die Puppen da tanzen zu lassen. Da, ganz ehrlich, wenn das 20 Euro kostet, das willst du nicht. Wenn das nur 20 Euro kostet, ja, das willst du sicher nicht. Dennis, du musst zusammenlegen, so fünf Leute. Ja, die Slots kommen. Wann kommen die Slots? Slots? Was für Sluts? Die Slots. Weißt du, um 2 Uhr lacht die Sonne. Haben wir uns Nutten bestellt? Wir haben uns auch Nutten bestellt, ja. Aus dem Artemis direkt. Mit dem 80 Euro Gutschein. 20 Euro? Aus Berlin nach Osnabrück. Achso, wer ist der mit dem fundierten Puffwissen? Das ist dann wohl faul. Das ist der geborene Berliner. Aber wir haben ja mittlerweile 3 Uhr, ne? Deswegen kann man das ja mal. Was kostet denn sowas eigentlich? Was? Puff? Ja, mit 20 Euro kommst ich du da nicht weit, oder? Ich war im ganzen Leben noch nie in einem Puff. Ja, ich auch nicht. Dabei, das Krasse war, als wir in Las Vegas waren, hat sogar meine Frau mal gesagt, ob wir nicht mal in eine Table-Dance-Bar gehen. Aber das haben wir dann irgendwie zeitlich nicht mehr geschafft. Der hatte 2 Mädels, Whirlpool und ein bisschen Sadomaso-Action. Das hat so 390 Euro gekostet. Okay, war geil. Er weiß es nicht. Beste Voraussetzung. Ich guck gleich mal nach, ich habe den Escort-Service in Düsseldorf gerade mal gegoogelt. Da kannst du nach Stunden buchen. Ja, aber das interessiert mich einfach mal. Ja, bestell doch einfach mal. Ja, nee. Wieso? Ach, guck mal, aber Christian, der Chat schreibt, Escort ist jetzt aber auch ungleich Puff. Nee, das ist ja, wenn du einfach essen gehen willst. Und also, da muss nicht zwangsläufig Sex mit drin sein, oder? Muss nicht, nee. Muss nicht. Aber gibt's als Option. Ach, das ist so ein Paketeding? Also Flatrate. Ja, nee, aber ich guck mir das gleich mal an. Also ja, aber gucken wir uns das hier gleich mal an, Narek. Gefährliches Halbwissen. Warte, das ist viel spannender gerade. Also 2 Stunden Private Date, 470 Euro. Was ja, ich kann mich nicht bewegen. 620. Ich auch nicht. Was heißt denn Private Date? Oh, was heißt das? It's Migu. Private heißt jetzt aufklären, was das ja, aber da habe ich Private Date heißt das, wir gehen mit der Essen zusammen oder ich gehe auf eine Veranstaltung nämlich mit oder darf ich fummeln? Veranstaltung oder? Hört sich nicht Private an. Private würde ich sagen, ist zu Hause, oder? Weil ich halt so das Schlimmste finde an dem ganzen Gewerbe ist, dass ich immer das Gefühl habe, wenn du dir was für 100 Euro bestellst, ja, dass du dann am Ende trotzdem 600 Euro ausgibst. Ja. Oh moin. Das beim Glücksspiel nicht auch so? Ja, aber da dem Automaten, der bescheißt dich wenigstens nicht. Ja, der zockt ja aber die 100 Euro. Nö, gar nicht. Ja doch, der zockt ja die 100 Euro ab und wenn er nochmal 100 Euro reinschmeißt, ist okay. Aber wenn du so eine Prostituierte hast, die nimmt 100 Euro und sagt, ich beiß dir den Schwanz ab, wenn du mich nochmal 500 gibst. Echt, so was machen? Ja, das ist natürlich gefährlich. Gut, dann, das ist eine wichtige Information. Wir haben... Gottwald, danke noch für den Sub. Ab 2 Stunden, ab 3 Stunden, 4 Stunden, 30 Minuten, ab 4 Stunden. Oh, da gibt's nur eine. Aha. Infos. Aha. Like Dienstleistung. Cyberdate, Private Date, Dinner. Liga. Was denn jetzt der Preis? Ja, ich bin nur noch letzte einer, Preis. Da steht Domi! Da steht nicht wie bei Pennymarkt hier, 2,99 im Angebot. Ah, jawohl. Ich bin nur, ich kann dir sagen, es hat überall einen grünen Haken. Französisch, Küssen und Schmusen, Fingerspiele, Blasen, Eierlecken, alles Stellung. Gerade beim Escort, oder was? 6 zu dritt, Party, dauergeil und feucht, 24-Stunden-Service täglich, Haus- und Hotelbesuch. Ja? Also so was schreibt die hier aber nicht. Das ist alles drin. Bringt auch ihre Freundin mit, ist aber Escort Düsseldorf. Ach du Schande, pass auf. Hier gibt es eine Kategorie Intimes. Ja, jetzt ist so eine Tabelle aufgeploppt. Das klingt wie YouTube. Vorlieben. Vorlieben, da steht einfach nur in der Zahl. 69, ja. Anal passiv, nein. Anal aktiv, nein. BDSM, ja.
Clubbesuch, ja, Cyberdate, ja, Devot, ja, Deep Throat, nein. Dominant, ja, Dreier MMF, nein. Duo bisexuell, nicht biosexuell. Ja, Duo hetero, ja. Französisch aktiv, ja. Französisch passiv, nein. What the fuck? Ja, sie lässt sich nicht lecken. Ja. Hure! Aber Gesichtsbesamung. Girlfriend-Erotik, ja. Hausbesuche, ja. Körperbesamung, ja. Küssen, ja. Massage, ja. Was ist denn NS-aktiv? Natursekt. Pack. Ach so, lol, ich hab gerade an Nazis gedacht. Ich irgendwie auch. NS-passiv? Nein, ich stream NS-passiv, nicht NS-passiv, ja? Ich streame nicht die Seite jetzt. Wir hören es ja nur an. Hab ich das richtig verstanden, dass die sich anpinkeln lässt? Ja, oder kacken. Ah ne, Natursekt, Entschuldigung, ist kein Kaviar. What the fuck? Wie immer Premium-Content hier. Danke. Zungen, anal, aktiv, passiv? Was ist das denn? Ach so. Spanisch? Ach so. Okay. Ach so. Ja, da muss man immer überlegen. Ich denke mal an den Dirty Mexicaner oder so. Danke, Marielle. An den Dirty Sanchez war da. Ja, hier, Kosten. Pass auf. Oh. 24 Stunden, 2100 Euro. Ja, okay. Aber du guckst du gerade in Game Cycle? Da darfst du nicht mal anal ran. Es ist Erotikmarkt. Also ich kann dir sagen, 2 Stunden kosten 470 Euro. Ja, die Preisliste hatte Migo ja auch, aber da wissen wir immer noch nichts von Sex, oder doch? Das habe ich doch gerade alles vorgelesen. Ach, das ist alles mit dabei dann? Ja, das kannst du dir dann aussuchen. Ich hoffe, dadurch stört sich hier keiner dran. Wo dran? Ja, ich habe letztens noch irgendein Interview im ZDF oder in irgendeiner Talkshow gesehen, hier Objektifizierung von Frauen, irgendwie als Prostituierte. Und das Witzige war, da war halt so eine junge Frau, die war die ganze Zeit dran, ja, das objektifiziert die Frauen und man nimmt sich, was man will. Und dann war da halt eine aus Business, die meinte so, nö, das ist überhaupt nicht so. Und die sind alle respektvoll und keine Ahnung. Also nicht alle, aber viele. Oh no, da habe ich wrecked eine Runde geschafft. Also hier auf meiner Seite kann man Frauen und Männer bestellen. Ja, das geht doch auch. Also, wir müssen uns quasi mal zusammenstellen, ja? Ja, ich bin aber jetzt schon in der Direktsuche in Osnabrück. Kann ich mal eben die Firmenkreditkarte benutzen? Ja, hast du eine. Kann ich das absetzen? Das kann, klar, wie ist das? Habe ich doch bei Wolf of Wall Street gesehen. Wir haben ja gelernt, das muss ja nicht unbedingt Sex heizen. Ich kann die auch einfach jetzt zum Zocken einladen, oder? Ja. So, kommst du mal 4 Stunden vorbei und überbrückst mit Bram die Nachtschicht. Das wäre geil. Sitzt ihr zu zweit, sie erzählt so einen Schwenk aus ihrem Leben. Ich glaube, die hat viel zu erzählen. Ja, und dann habe ich dem Typen die Eier gelutscht. Leg mich auf. Nee, da darfst du ja nicht. Ach, guck mal an. Ich habe hier eine, die kommt nur in Hotels oder Büros. Aber ja, hier ist ein Büro. Hause. Das ist doch perfekt, hier ist ein Büro. Ja. Steht auch irgendwie Livestream geeignet. Ist auf jeden Fall hier. Das wusste ich nicht. Ey, die ist schon da? Also, naja, so groß ist die Stadt jetzt auch nicht. Okay, gut. Aber ich glaube, ich würde das wirklich so ganz klischeehaft machen. Und ich wäre so interessiert an der, die könnte einfach nur die ganze Zeit labern, weil ja, die schon alles erlebt hat. Ich hätte hat. Die auch, glaube ich, voll gerne einfach so in einem Podcast oder so einem Stream ja, und einfach nur zuhören, also, was die schon für eine Scheiße erlebt genau, haben muss. Genau, also ich glaube, das ist mega interessant. Haben nicht in Köln da bei uns in der Ecke die ganzen Pascha-Leute gewohnt? Ja, sicher. Die Frauen, klar, bei uns in der Straße. Aber das war nämlich immer total abgefahren. Das sind so ganz kleine Wohnungen gewesen, aber die hatten alle im Bentley vor der Tür stehen. Aber wo denn in Köln? Direkt bei uns in der Straße, wo Christian und ich gewohnt in haben. In der Straße, wo wir gewohnt haben. Ja. Ich bin auch schon, ich hab doch den Warenkorb schon voll. Verfügbarkeit. 3. September, wann ist das? Das war schon. Gestern. Sonntag, verfügbar. Samstag auch. Können wir noch buchen. Oh nein, Pauls Bus. Dies Jahr öffentlich. Dann können wir mit der zusammen Formel 1 gucken. Das heißt, wir können sagen, das ist Vanessa. Hätten wir gerne Fotos von Vanessa. Wow. Nur sichtbar im VIP-Bereich. Ich will nicht direkt nackt sehen, ich will zumindest mal wissen, wer das ist. Ich will einfach nur mal ein Bild von einem Menschen sehen. Ey, Paul. Der ja. Kommt dir gleich entgegen. Meinst du, wir würden das hinkriegen, einen Mann und eine Frau zu bestellen? Der fährt links rum. Ohne die gegenseitig wissen zu lassen, dass die Escorts ja, sind. Du bist der Letzte. Sie muss Girlfriend und er muss Boyfriend spielen. Genau. Die dürfen aber beide nicht wissen, dass die Escorts sind. Beenden, oder was? Ja. Warte. Das dauert Die dürfen beide nicht wissen, dass die bestellt sind. Und wir sagen denen das nicht. Und dann müssen die zusammen ein Date haben. Der Letzte. Wir weisen die vorher ein.
Wen holen wir zuerst, ist die Frage. Also, den Mann. Okay, wir holen den Mann rein und sagen, ich fahr mal, ne? Den müssen wir einweihen quasi, oder? Nee, eben nicht. Die dürfen es beide ja nicht wissen. Ja, stimmt. Unsere Freundin Vanessa, die kommt später, die hat angerufen. Mach mit dem Typen zusammen. Genau. Mach dich schon mal nackt. Mit dem Typen zusammen. Und Vanessa sagen wir, das ist Hans-Peter, der ist auch sehr schüchtern, steht aber nur auf Jungfrauen. Der redet auch nicht gerne über Sex. Und zack. Alter, und das würden wir auch. Oh, das wäre so toll. Die ehrliche Frage ist: Ist sowas unethisch? Quatsch. Aber ihr wisst schon, dass das auch Menschen sind. Ja, Moment, aber du kannst sie doch ganz normal buchen. Das ist ja jetzt nichts. Ist ja jetzt nicht so, dass wir die irgendwie auf dem Feld arbeiten lassen, oder? Nee, aber du buchst sie eigentlich dafür, dass die mit dir schlafen. Und dann das tust du überhaupt nicht. Du kannst sie auch einfach buchen, dass die sich mit dir über die letzte Buchvorlage von Nickel unterhalten. Aber auf die freiwillig im Winter Schnee schaufeln. Ja, aber Death Queen sagt auch, eine Escort bestellen und dann Mickels Buch vorlesen lassen. Ist doch auch super. Kannst alles machen. Du musst dir das ja mal aus der Sicht der Person überlegen, ja? Die kriegen ihren Stundensatz von was weiß ich nicht, dafür, dass sie sich hier hinsetzen und ein Buch vorlesen. Ja. So, das ist doch der easyste Job für den, den er machen kann. Guck mal, da schreibt einfach ASMR noch damit dabei. Da schreibt einer, nicht wundern, wenn Vanessa gleich klingelt, habt ihr euch bestellt. Das wäre echt ganz schön cool. Wenn er, dann sagen wir, er spielt mit uns Rack. Und wenn er nicht lesen will, dann wird er wahrscheinlich sagen, nee, ich will nicht lesen, mach die Hose auf und dann ist gut. Ja, wenn sagen wir wollen keinen Schwanz, wir wollen Rackfest spielen. Ja, dann wird er wahrscheinlich sagen, ja geil, dann kriege ich 2000 Euro, dass ich jetzt hier ein bisschen Rackfest spiele und dann ist gut. Nee, nicht nur ein bisschen, ja. Bis Sonntagmorgen. Ja, aber das wird dann richtig teuer. Naja, 24 Stunden, das waren 2100 Euro. Oh, das geht ja sogar. Er muss durchziehen. 24 Stunden streamen. Meinst du, die müssen nicht schlafen in die 24 Stunden? Warte mal, da geht doch Arbeitsrecht hier. Wenn ich 24 Stunden buche, will ich 24 Stunden. Billiger wie Peter, let's go, ja. Ich hab bei Vanessa für 4 Stunden bezahlt. Ja, easy, also machen wir. Ich wette, wenn du Jessica Nigri buchen würdest, müsstest du mehr am Tisch legen. Sag ihr, die soll einfach reinkommen. Nee, draußen ist es tot. Oh, Peter, oh, das tut mir leid. Ich bin gewrackt. Ja, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie irgendwie... Domi steht gleich einfach vor dem Tor und wartet auf mich. Ja, genau. Mit dem Anhalt der Finger raus, weißt du. Ich will mal parken. Die ich eben gefunden habe, war aus Düsseldorf oder so. Nee, da war der eine, hat gesagt, der hat Vanessa aus Osnabrück für 4 Stunden bestellt. Ich glaube, also solltet ihr das irgendwie so just for the lols machen, weil ihr euch denkt, ey, wir können PayPal einfach wieder zurückbuchen. Ich glaube, das würde ich bei solchen Sachen lieber nicht. Ich glaube, das kannst du nicht mit PayPal zahlen. Doch. Bezahlmöglichkeiten waren EC-Karte, Bar und Karte. Hey, ganz ehrlich, das ist nicht unser Problem. Ja, aber wenn der Russland-Kasse bei euch vor der Tür steht. Eben, also ich glaube, wenn die rausfinden, wer das von euch gewesen ist, dann werden die schnell umziehen. Dann würde ich echt schnell umziehen, ja. Also ich glaube, damit machen die keine Späße. Nee. Genau, eSports Factory, wenn einer eine bestellen will. Christian und Paul freuen sich. Paul steht die ganze Zeit am Tor und wartet, bis Vanessa kommt. Naja, Chat, ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich zu einer Nutte gehen würde, das wäre mir so peinlich, dass ich einfach nur rot anlaufen würde. Keine 3 Grad Sätze mehr rausbringe und. Das ist halt dann super. Das ist halt super strange. Genau, mir wäre das halt auch unfassbar unangenehm und ich kann dir tatsächlich auch gar nicht mal sagen, wieso. Ich hätte keine Ahnung, was ich da machen soll, weil. Ich auch. Oh, danke schön, nehme ich. Also ich weiß ja nicht, wie das abläuft. Gehst du dann da hin und sagst erstmal so, ja, wir machen jetzt dies und das? Nee, danke. Quasi so mit Anweisungen oder was? Ja, muss ja erstmal sagen, so, warte jetzt. Vorhast oder ja. Gibt's immer mit Erfahrung im Chat vielleicht? Oder kriegt die das schon gesagt, wenn du da irgendwie sagst, ich buche das, dass die dann sofort Bescheid weiß? Also ich habe doch keine Ahnung. Hallo, du verhandelst mit der ja erstmal über einen Preis. Da erwähnst du, was du möchtest. Oh, wait, wie du verhandelst? Dann heißt du, versuchst die auch noch runterzubieten? Ernsthaft? Lieb mich zu 100% für 50% Rabatt. durch den Rest. Kannst du da mit Groupons ankommen? Nein, durch den Rest wird sie dich schon führen, wirst kaum der Erste sein. Wait. Also der eine schreibt, du rufst dort an, dann wird erstmal abgecheckt, eventuell Fotos ausgeschaut. Kann sein, dass du ihr nicht gefällst und sie gar keinen Bock hat? Ja.
Voll. Klar. Also die dürfen dich ablehnen? Ja, natürlich ja, dürfen wie? Die nicht ablehnen. Nein, nein, nein. Also rein aufgrund von Äußerem? Ja, er sagt da, guck mal, fette Sau, geh mal weg. Das ist ja okay, aber ich wusste nicht, dass es quasi ist. Ist genauso. Stell dir mal vor, der erstmal kommt mit Peter Stream, da wäre es sau nice, wenn er einfach so Vanessa in der Tür stehen würde. Wäre 10 von 10 lustig, wäre komplett überfordert. Aber sie wäre komplett gebrieft, hätte auch Ahnung und würde Peter voll verarschen. Sehe schon, Vanessa ist der. Leute, selbst wenn eine Vanessa kommen sollte. Ich dachte, nichts sagen sind klare Worte. Die wird in 500 Meter Luftlinie vor dem geschlossenen Tor, vor diesem ganzen Gelände stehen. Und wird hier nicht draufkommen. Da gibt es auch keine Klingel oder so. Klar. Ihr müsst im Chat Bescheid sagen, wenn Paul die holen muss. Selbst Vanessa hat dumm. Ja, genau. Ey, Paul, geh mal gucken. Ja, Paul, ich stehe da jetzt. Ich bin jetzt die Vanessa-Beauftragte, ja? Der. Okay. Dann muss ich aber erstmal hier Schlüssel für Truhen holen.